Hey, meine Schneckis! Heute habe ich mal zu meinem Billig-Gesichtsgedönse, was ich ja schon kenne, außer dieses Augen-Konturencreme, nochmal eine Probeserie von Clara bekommen. Clara? Und zwar ein ganzes Basisprogramm. Und zwar gibt es da einen Reinigungsschaum. Auf den bin ich ja auch mal ganz gespannt, was das so Tolles ist. Hoppala. Das sind so kleine Tuben, 5 Milliliter, so zum Probieren. Gucken wir mal, wie das aussieht. So, ich dachte, da kommt jetzt gar nichts raus. So, schauen wir mal. Der sieht erstmal aus wie eine normale Creme. Fühlt sich auch so an. Aber wenn man das dann verreibt, schäumt das. Und das riecht ein bisschen. Ja. Komisch. Kräuterig. Und ein bisschen wie Meeresbrise. So ozeanfrisch. Gibt es auch so Duftbäume, so in der Richtung riecht das. Gut, das müssen wir mal. Ich kann jetzt hier nicht mit Wasser rumpatschen, aber auf jeden Fall ist das der Schaumreiniger fürs Gesichtelchen. Schon mal ganz interessant. Dann gibt es dazu noch eine klärende Maske. Ist auch wieder so eine kleine Tube. Die sieht jetzt auch so leicht mintgrün aus, die Tube. Ja, die riecht dann schon wieder ein bisschen besser. Oh, die ist braun. Das fällt jetzt gar nicht auf, so beigebraun. Und ganz leicht. Und riecht angenehm frisch, was ich jetzt so auch von dem Gesichtsreiniger kenne. Gesichtswasser, Entschuldigung. Also auch ganz leicht, ganz frisch, werde ich dann gleich mal ausprobieren. Und das dritte Produkt, auf das ich ganz besonders gespannt bin, weil ich noch gar nichts in so einer Richtung ausprobiert habe. Und zwar ist das ein feuchtigkeitsspendendes Fluid mit Matteffekt. Ist dann auch wieder so eine kleine Tube, auch wieder wie die Maske in so einem leicht minzigen Grün. Gucken wir mal. Riecht jetzt genauso wie auch das Gesichtswasser und wie eben auch. Oh, das ist ja Fluid. Fluid. Sehr leicht. Riecht angenehm cremig. Ist ganz leicht, wenn man es auf die Haut aufträgt. Ja, guck, da ist auch jetzt nicht so großartig jetzt irgendwie ein Film oder so. Und fühlt sich gleich frisch an auf der Haut. Also man hat so einen richtigen erfrischtes Gefühl auf der Haut. Ist jetzt auch direkt schon weg, wie ihr seht. Riecht recht angenehm. Hat jetzt nichts weder blumig oder fruchtiges, einfach so Creme. Ganz normal nach Creme. Ist also jetzt weg, nachhaltig sehr frisch. Und jetzt, wenn ich schon so drüber gehe, ist schon fast komplett eingezogen. Und was ich daran ganz interessant finde, ideale Tagespflege für Mischhaut, macht die Haut sofort geschmeidig, spendet Feuchtigkeit, mattiert und verfeinert die Poren, weil ich bin nämlich auch die ganze Zeit auf der Suche nach was die Poren verfeinert, wirkt Glanz in der T-Zone kontinuierlich entgegen, schützt vor Umwelteinflüssen, die Hautverträglichkeit ist sorgfältig geprüft. Bin ich mal ganz gespannt. Hat vielleicht jemand von euch jetzt schon mal irgendwas von den Sachen probiert? Also für mich wäre das ja jetzt mal ein Neueinstieg, das zu testen, weil nach Gesichtspflege, außer jetzt der vorhin aus der Drogerie schon vorgestellten Sachen, wäre ich natürlich da interessiert dran.
Also Mädels, ich probiere das jetzt mal, bis alle Sachen leer sind, aus. Und gebe euch, wenn ihr Bock habt, nochmal ein Feedback dazu. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ganz besonders bin ich halt auf das letzte Produkt gespannt, weil gerade so mattierende und vor allen Dingen porenverkleinernde Sachen finde ich recht spannend. Also wollte ich euch mal vorstellen und ich halte euch auf dem Laufenden, wie mein Test da verläuft. Bis bald!